Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nochmal was zum Thema Dunkelheit, zum Thema Kraft, zu dem, was wir wirklich sind. Wir sind alle letztendlich eins. Das heißt also, wir sind alle im gleichen Boot und wir wollen Gemeinsamkeit. Jeder von uns wünscht sich letztendlich nicht mehr und nicht weniger als Gemeinsamkeit. Wir wünschen uns keine Trennung, wir wünschen uns Gemeinsamkeit. Und trotzdem sind wir gefühlt derzeit in einer Situation, in der es immer mehr Trennung, Spaltung und immer mehr Probleme gibt. Wie kann das sein? Wir können das nur verstehen, wenn wir uns konzentrieren auf das große Bild, auf die große Geschichte. Wenn ich davon ausgehe, und viele von uns tun das, auch im Alltag, auch in der Diskussion, manchmal sogar mit unseren Allerliebsten, ich habe Recht und du hast Unrecht. Ich bin die Gute und du bist der Böse. Das schafft immer Trennung, das schafft immer Spaltung. Wir reden sehr oft über Kommunikation, über Gespräche, über uns hinsetzen an einen Tisch. Ich habe auch die Geschichte schon öfter erzählt von dieser Richterin in Aachen. Eine sehr kluge Richterin, die sofort verstanden hat, dass es immer nur um Kompromisse geht. Auch bei Gericht, gerade bei Gericht. Auch wenn es darum geht, zwei Menschen, die eine heftige Geschichte miteinander haben und wo jeder Recht haben möchte. Um da ein gutes Urteil zu sprechen, muss ich natürlich immer von einem Kompromiss ausgehen. Wenn ich denke, es ist schwarz oder es ist weiß, wenn ich in Extremitäten gehe, dann kann es nie zu einer positiven Lösung kommen, dann kann es auch nie zu einem Frieden kommen. Es geht also immer um Kompromisse. Was uns wirklich nochmal klar sein muss, ist, dass tatsächlich der Frieden, die Liebe, immer nur aus uns selbst kommen kann. Es fängt bei mir an. Es gibt viele, gerade auch junge Leute, die sagen, ich möchte die Welt verändern, ich möchte die Welt verbessern. Und das fängt nicht an mit einer Demonstration, es fängt an mit meinem eigenen Verhalten. Tagtäglich alles, was ich tue, auf die Waagschale legen. Alles, was ich tue, hinterfragen. Ist das das Richtige? Tue ich das für mich alleine, für mein Ego, oder tue ich das, weil ich es für die Menschheit tue, für die Erde, für die Tiere, für die Pflanzen? Tue ich das für das große Ganze? Tue ich das für meine und für unsere Seelen? Das ist die allerwichtigste Frage, die ich mir natürlich jeden Tag stellen sollte. Wenn ich davon ausgehe, dass ich alles, was ich tue, letztendlich tue für die Gemeinsamkeit, für das Gemeinwohl, dann tue ich natürlich immer das Richtige. Und manchmal kann man das auch von außen gar nicht so leicht erkennen. Da geht es dann wieder um den Punkt der Ehrlichkeit. Wie ehrlich bin ich zu mir selber? Tue ich es wirklich, weil ich helfen möchte? Tue ich es wirklich für andere? Oder tue ich es tatsächlich für mich alleine? Und das gilt für alles. Es gibt Menschen, zu denen kommt Geld zum Beispiel. Super einfach hin. Geld ist immer da. Es fließt, es kommt. Warum? Vielleicht, weil sie die richtige Einstellung haben. Und dann gibt es Menschen, die wollen ganz viel Geld. Die tun alles, um es zu bekommen. Und sammeln jeden kleinen Cent. Und schauen auf jeden kleinen Cent. Leben nicht einmal wirklich. Weil sie so eine Angst haben, den Cent zu verlieren. Wenn ich aus dieser Perspektive rausgehe und nicht bereit bin, auch nicht bereit bin zu teilen, auch nicht bereit bin, meine Vorstellung zu verändern, dann werde ich letztendlich alles verlieren. Es war schon immer so im Leben.
wenn ich ein dickes Bankkonto habe, und ich sage jetzt nicht, dass ihr alles verprassen müsst, absolut nicht, aber wenn mein dickes Bankkonto das einzige ist, was mir Frieden schafft, was mir Liebe schafft, glaube ich ja, es kann natürlich keinen Frieden und keine Liebe schaffen, aber wenn das das einzige ist, was mich interessiert, dann ist es ganz klar, dass ich das irgendwann verlieren werde. Es geht immer um uns. Frieden und Liebe kommt aus uns heraus. Immer. Es fängt bei uns an. Es fängt in mir an. Es geht niemals darum, dass ich die Welt verändern kann, indem ich auf eine Demonstration gehe. Ich kann die Welt verändern, indem ich vielleicht durch die Welt reise und mit gutem Beispiel vorangehe. Das kann ich tun. Zeigen, wie es geht. Wir reden so oft über die dunklen Kräfte, ja, über das Licht und die Dunkelheit. Letztendlich geht es um das Licht, um die Positivität. Die Dunkelheit ist auch da. Wenn ich eine Kerze anmache, ist der Raum erleuchtet. Das heißt also, das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Was wir aber nicht unterschätzen dürfen, ist, dass die Dunkelheit eine absolut eigene Kraft hat. Es gibt Dämonen hier auf dieser Erde. Es gibt ganz, ganz, ganz dunkle Kräfte. Die gibt es und die hat es immer gegeben. Viele Naturvölker wissen das. Sie wissen, nachts, wenn es dunkel ist, dann kommen bestimmte Kräfte raus. Dann muss ich mich schützen, anders schützen. Das kann ich durch Gebete, durch Meditation. Ich kann es auch durch andere gewisse Kräfte. Naturvölker sind selbstverständlich der Natur und damit auch der unendlichen Kraft ganz näher, viel, viel näher, als wir moderne, zwischen Klammern, moderne Menschen in der westlichen Welt. Wir haben oft vergessen, wer wir wirklich sind. Und wir haben auch oft vergessen, welche unglaubliche Kraft die Dunkelheit besitzt. Wenn eure Intuition sagt, da stimmt etwas nicht, da sollte ich nicht vorbeigehen, dieser Person sollte ich nicht in mein Haus einladen, wenn ich dieser Person begegne, dann wird mir kalt. Ja, gibt es manchmal. Es gibt Menschen, jeder von uns kennt das, es gibt Menschen, die sehe ich oder die sind in meiner Nähe und da ist so ein Hauch Kälte. Das sind die Kräfte, die dunklen Kräfte, die ich nicht haben will. Seid vorsichtig, beschützt euch. Die dunklen Kräfte können nur besiegt werden durch und mit Liebe. Aber wir dürfen sie absolut nicht unterschätzen. Sie sind da. Sie existieren. Dunkelheit hat eine wahnsinnige Kraft. Und Dunkelheit hat natürlich auch eine wahnsinnige Energie, weil die Dunkelheit dagegen angehen möchte, ja? Wenn jemand, ihr wisst das, wenn jemand negativ ist, anderen etwas Böses will, dann gibt es tatsächlich Menschen, die da unglaublich viel Energie da reinstecken können, die ganz viel zerstören können, viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und wenn ich da mit Naivität rangehe oder sogar mit Dummheit, ja, manchmal sehe ich das nicht sofort und denke, nein, es kann doch nicht sein. Eigentlich sind alle Menschen gut. Es sind nicht alle Menschen gut. Natürlich, im Kern sind alle Menschen gut. Der Kern, die Seele ist gut. Aber hier auf dieser Erde gibt es Menschen, wo der Kern so sehr versteckt ist, die Böses im Sinne haben. Die gibt es. Das sollte uns bewusst sein. Wir sollten nicht naiv an diese Sache rangehen. Und wir sollten auch, und das ist dann auch wirklich, gerade jetzt in dieser Zeit, in der alles relativ einfach ist, sich miteinander zu vernetzen, seid vorsichtig. Seid vorsichtig, mit wem ihr euch vernetzt. Seid vorsichtig, wem ihr vertraut. Deswegen ist natürlich auch, im Internet gibt es so viel auch Betrug. Weil es so einfach ist. Weil wir oft zu naiv sind. Dunkelheit hat wahnsinnig viel Energie. Negativität kann ganz viel Energie entwickeln. Aber wenn ich es sehe, wenn ich es erkenne, dann kann ich auch damit umgehen.
Und das Umgehen heißt nicht aus der Naivität heraus, sondern aus der Stärke, aus der Kraft heraus Grenzen setzen. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.